Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wir sind im letzten Dungeon, der sich... Genau, Level 8 Schwert- und Schildhöhle. Warum diese Karte so heißt, werde ich euch heute noch sagen. Ja, erstmal sorry für die Verspätung von diesem Part, denn der kommt ein bisschen später. Und ich krieg schon wieder aufs Maul. Und zwar hatte ich keine Zeit zum Aufnehmen und ja, deshalb kommt der Part erst Dienstag. Ja, ich hoffe, es wird Dienstag. Und ja, jetzt wird aufgenommen und ja, ein bisschen länger. Mal sehen, wie lange wir heute machen. Und ach ja, okay. Ich werde wahrscheinlich ein klein wenig diese Höhle schon, ja, ich sag mal jetzt nicht kennen, sondern ich habe schon einige Räume gesehen, weil als diese Aufnahme zerstört wurde, die letzte, war ich hier in der Höhle und habe auch schon hier ein bisschen gespielt. Von daher kann es sein, dass ich einige Räume schon kenne und weiß, was hier abgeht, aber mit denen komme ich nie klar. Autsch. Ja, in diesen Raum müssen wir leider Gottes öfters betreten. Ich mag es auch nicht, aber es hilft ja nichts. Und ihr könnt mir ja vielleicht auch mal sagen, wie so die Soundqualität ist mit dem neuen Mikro. Und ja, erstmal mit Factoring wieder anlegen. Und zwar, ich habe hier mein neues Mikro gekauft, weil das alte, habt ihr ja wahrscheinlich in den Stundenpart gemerkt, hat dermaßen gerauscht. Das war ja schon nicht mehr schön. Boah, lass mich doch in Ruhe. So, wir sollen wahrscheinlich mit dem Magneten da oben das Vieh besiegen, aber wir machen es uns etwas einfacher. Wir nehmen die Wirbelkerne und schießen das Ding ins Nirvana. So, da haben wir hier noch einen Schlüssel und da geht's, ja, hier gleich weiter. Haben wir ein paar Bomben gespart, das ist wunderbar. Hier kriegen wir auch noch gleich ein paar Feen. Autsch. So, machen wir hier noch alles mit dem Bumerang fertig. Sorry, musste ich kurz überlegen. Herz. So, ich muss hier links. Ist hier sonst noch was? Hier geht es noch ohne Schlüssel weiter. Okay. Oh, ja, nein, nein. Ja. So viel so ohne Schlüssel weiter. Ich zweifle auch, dass ich da mit dem Dinge weiterkomme, aber ich kann es trotzdem mal probieren. Ja. Ich komme zwar ein schönes Stück weit, aber nee, es reicht einfach nicht. Wie ihr merkt, hat die Höhle auch sehr viel Eisflächen. Was ich persönlich nicht mag und, Moment. Bevor ich mich hier unnötig anstrenge, jagen wir erstmal ein paar so in den Abgrund. So. Na komm her. So. Na, ich bin dein Held. So, machen wir hier mal alle Viechte fertig. Ah, geht kaputt. So, gibt leider nichts dafür. Dachte ich mir aber auch schon. Und Moment. Etwas will ich noch überprüfen. Nee, gut. Oh nein. Müssen Sände sein. Oh, und ich spring rein. Ich habe jetzt schon die Höhle ganz so lieb. Gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht gibt es ja hier was. Na, da. Hier gibt es den Tod zum Mitnehmen. Da kommen wir erst später weiter. Das ist... Da brauchen wir noch das Item aus dieser Höhle. Ich verrate noch nicht, was es ist. Das dürfte aber allerdings funktionieren.
So, da haben wir nämlich hier noch einen Schlüssel. Da, kurz gespult, weil ging es schneller. Und da kommen wir auch erst später hin. So. So, nochmal wechseln. Gekonnt über die Fledermaus gesprungen. Und hier sind wir wieder im nervigen Raum. So. Komm her, komm her. Achso. Jetzt weiß ich, warum ich keinen Schaden mache. Oder nicht so viel, wie ich mir hoffe. So, jetzt wieder mit den Ringen wechseln. Ich wünschte, es gäbe einen, der das kombiniert. Oder halt mein Regenerationsring. Der wäre mir ja am allerliebsten. Aber naja, mit dem nehme ich halt auch vorlieb. Bam, bam. Zack. Und bam. Obwohl, das hätte man gar nicht machen müssen. Na egal. Haben wir es halt nochmal gemacht. Stört uns ja nicht. Ne? Dann bam. Und hier lang. So, dann nehmen wir mal unser Cape. Spring einfach an allen Nervigen vorbei. Ja. Oder halt die Konne in den Tod. Das können wir uns aussuchen. Ich glaube, da oben war eh nichts. Von daher. Oder ich mache die Hand einfach mal fertig. So. Ich habe auch noch ein paar Herzen dafür. Oh, noch einer. Hör mir auf. Ach komm. So. Das waren hoffentlich alle. Oh nein, waren sie nicht. So, bitte. Das war. Oh Gott. Leck mich doch. Okay, da oben war nix. Da oben war nix. Ich sprich, rede es mir einfach immer wieder ein. Irgendwann wird es schon stimmen. Ich löse Rätsel. Hau Bossgegner nieder. Aber gegen Abgründe habe ich immer noch kein gutes Mittel gefunden. Ich glaube, ich habe alleine beim Wiederaufnehmen knapp mehrere von diesen Tränken, die ich von Martha bekommen habe, alle verbraucht. Jedes Mal nur, weil ich in irgendwelche Abgründe in den Höhlen gesprungen bin. Wie mich dieser Raum echt nervt. Es gibt schönere Räume. Sterbt, sterbt. So, nächster Versuch. Das ist mal hier längs. Ist einfach alles ignorieren. Ach ja. Naja. Ah, okay. Da war ja doch was. Ja. Genau das. Ich glaube, hier habe ich bei der letzten Aufnahme, wo die zerschrottet wurde, auch einen Heiltrank verloren. Hoffen wir, dass es diesmal besser läuft. Gehen wir auf Nummer sicher. So viel zur Nummer sicher.
dich aber gar nicht so. Was? Warum? Wenn ich Super Mario spielen will, mache ich Super Mario an. Fee? Keine Fee. Ach ja, hier war ja auch noch was. Oh Gott. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh nein. Nein, das wollt ihr doch jetzt nicht wirklich von mir. Herz. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Gib du mir ein Herz. Gib aber du mir ein Herz. Kommt schon. Irgendwo. Irgendwas. Irgendwie. Jetzt muss ich gegen diese Viecher kämpfen. Wie will ich? Und da war der Trank weg. Ja, ist klar. Apropos, hier habe ich auch noch was herausgefunden, oder wie haben wir es ja zusammen entdeckt? Rein theoretisch soll das ja auch ohne Schild machbar sein, das will ich jetzt testen. Ja, 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 nee, ist klar. Ist. Leck mich. Es teste ich, aber nicht hier. Au. Das hätte ich schon gerne. Gibt's nichts. Okay. Hat sich ja dann fast gelohnt. Ja, jetzt gibt's Herzen. Ah, danke. Jetzt ist mein Trank weg. Jetzt brauche ich auch keine mehr. Oh, da war ja noch was. Oh, wieso fällen mir die ganzen negativen Sachen jetzt erst wieder ein? Nee, da bin ich. Bin ich dann? Nee, erstmal nicht. Ich bin erstmal da rüber. Ja, hallo. Ach ja, da war ja was. Was mich. An was ich mich alles erinnern kann, ey. Ich glaube, da komme ich von hier gar nicht hin, oder? Springen wir mal kurz in den Tod, dann wissen wir's. Nee, das muss ich von woanders machen. Oder? Ja, ich glaube schon. So, und jetzt gehen wir aber erstmal hier rüber. Die wir diesen hier machen. Und uhu, uhu. Was sagtest du eine nochmal? Wir werden es gleich wissen. Eisige Kerne bilden spitze Klingen. Ah ja. Okay. Ich glaube. Ich weiß nicht mal, ob mir der Tipp überhaupt was geholfen hat. Aber ich meine, die Eulen haben bis jetzt immer geholfen. Und aber auch, ja. Ich lass es lieber und sag nicht mehr, dass es aber da noch was war. Ja. Dafür brauchen wir auch das aktuelle Item dann. Gut, nochmal zurück. So, blam. Laufe ich mal ein Stück schneller, spring hier runter und nun können wir mit diesem hübschen Gerät erstmal eine Etage nach hier unten.
Ich weiß nicht, wie ich das Ding immer bewegen konnte, aber irgendwie gab es da auch einen Trick. Ich weiß bloß nicht mehr welchen.